So, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es geht den vorletzten Stücken Sommerblumen an den Kragen. Wir haben das Stück und das Stück, da kommen wir so rüber. Und ja, die stehen hier ziemlich gut, außer hier vorne ist so ein kleiner Rand, da lag der Misthaufen vorher. Aber ansonsten sind die schön einheitlich und sauber. Was natürlich jetzt ist, durch das Abreifen kommen irgendwann die Gräser wieder rein. Hier, was man so sieht, bisschen Aussagetreide aus dem letzten Jahr und sowas. Aber das stört ja jetzt nicht weiter. Die Köpfe sind jetzt hier abgereift. Sind noch ein bisschen klamm. Hat ziemlich viel geregnet am Wochenende, aber wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, Tage zum Dreschen. Und müssen die so oder so trocknen. Klar, spart man Trocknungskosten, wenn das alles ein bisschen trockener ist. Aber nützt ja nun mal nicht. So, hier die Körner sind halt gut gebettet. Der Kopf ist richtig warm. Die sind richtig warm, die Köpfe jetzt hier. Wir haben letztens mit 11% gedroschen, das war überraschend. Und ja, jetzt werden wir es hier sehen. Das Ganze hier wollte ich euch noch mal kurz vorstellen. Das ist ja hier ein Helantius von Capello und ein spezielles Sonnenblumenschneidwerk. Was macht das so speziell? Im Prinzip, wenn wir hier die Köpfe haben, die gehen ja quasi hier durch, finden sich so ein und werden da hinten durchgeschnitten. Hier, da werden die geschnitten und zusätzlich ist hier noch unten so eine Walze verbaut. Wo ist sie? Da. Und die dreht sich, sodass die Pflanzen so einen Effekt nach unten bekommen, dass sie unten gezogen werden und dass nur die Köpfe abgeschnitten werden. Und das funktioniert ziemlich gut. Ich habe zusätzlich hier oben noch so eine Haspel mit diesen Fingern. Die kann ich hoch oder runter fahren und kann die Köpfe sozusagen dazu bewegen, reinzukommen. Und dann ist hier eine ganz normale Einzugsschnecke. Ja. Und dann war es das auch schon. Dann wird es auch schon dem Kanal hier zugeführt und den haben wir gar nicht verändert hier, und diese Feed Roll, da haben wir eine andere Welle, eine andere Scheibe raufgelegt, damit die jetzt langsamer dreht, und das war es dann im Groben und Ganzen schon für den Umbau auf Sonnenblumen. Alles weitere fahre ich eigentlich mit Standardausrüstung, muss ich ehrlich sagen, und das funktioniert sehr gut. Gucken wir uns gleich nochmal aus der Kabine an. Also, ich brauche nur die Gelenkwelle ranmachen. Verriegelung, Hydraulik. Isobus hat das Ganze nicht, ist relativ einfach gehalten. Und auch Hydraulik gibt es hier 5 Anschlüsse. Ne, Quatsch. 4. 5 sind von mir. Und das heißt, ich kann jetzt nur Haspel schneller und langsamer machen und kann die Haspel anheben und senken. Und das war es auch im Prinzip schon. Und das ist auch in der Regel, muss man ehrlich sagen, ausreichend. So. Gehe ich noch in den Auftrag rein und wähle das entsprechende Feld aus. Und sage, ja, okay, mit GPS. Und dann gehe ich auf Drusch und dann könnten wir, gucken wir nochmal hier, Sonnenblumen. Dann machen wir das Häckselaggregat an. Dann habe ich heute Morgen gemacht, das sind seine Schmierstellen. Und dann gehen wir Drehzahl dazu. Und jetzt kann ich euch zeigen, wie ich im Groben letztes Mal gedroschen habe. Ich habe hier mit 670 Rotorumdrehung. Wichtig zu wissen, ich habe den kleinen Rotor, der muss immer ein bisschen schneller drehen als die großen. Das ist die Korböffnung, Vorsieb, oberes Sieb, Untersieb, Wind. Und das Ganze hat eigentlich ziemlich gut hingehauen. So, Vorsatz einschalten. Das stand natürlich hier ein bisschen im Regen. Ganz klar, das hat quasi ein bisschen jetzt getropft hier und auch die ersten Sonnenblumen werden halt ein bisschen nass sein, die wir jetzt hier dreschen. So, und ja, wie ihr seht, die werden halt quasi eingeführt, ein bisschen lenken kann man, aber nicht maximal viel. Und dann kann ich die Haspel ein bisschen runternehmen, wenn die jetzt zum Beispiel, wir fahren gleich schneller, ich muss das ja hier alles mit einmal machen, quasi euch das zeigen, ein bisschen lenken, anmähen. Normalerweise machen wir so, dass wir so, ja, 20, 30 cm unter den Köpfen fahren und dann werden die da reingezogen und werden abgestrichen. So, jetzt haben wir wieder da einen kleinen Stopfer. Das hatten wir letztens komischerweise nur am Vorgewende in den Sonnenblumen, ansonsten gar nicht. Das war ganz komisch.
Ja, ein bisschen wird das wahrscheinlich auch noch besser rutschen. Es wird ja noch trockener. So, hier ist das ein bisschen blöd. Wie ihr seht, unter den Bäumen natürlich klein und hier entsprechend groß. Können wir nicht ganz so gut anpassen jetzt hier die Höhen und alles. So, da kommen die ersten Sonnenblumen. Da sehe ich schon, wie die in Kontakt fallen, da die noch ein bisschen nass sind. So, und ihr seht auch, da kommt auch nicht viel oben Material raus beim Häcksler. Das ist ganz wenig. Die meisten Köpfe gehen ja über den Spreuverteiler weg. So, ich gehe auch davon aus, dass diese Sonnenblumen hier über 4 Tonnen performen werden. Wie ihr seht, die sehen ziemlich gut aus. Bei den anderen haben wir uns das so ein bisschen versaut mit den Unkräutern, mit den Kräutern. Ihr seht, selbst am Vorgewende sind wir jetzt schon über 4 Tonnen. Aber noch nass, das wird noch. Das wird noch. Gebt ihm erstmal. Die Maschine ist ja von innen auch jetzt feucht. Und das Schneidwerk war ja feucht. Aber ich sehe schon, die 25% sind es nicht. Wir haben letztes Jahr mit 22% die in Dings gedroschen, in Funklochhausen, wo wir die ausprobiert haben und die noch nicht reif waren. Und da muss man ehrlich sagen, da war es so feucht, da ist das kaum gerutscht. Deswegen weiß man schon ein bisschen als Fahrer, wie 25% oder 20% ausgehen. Und das geht jetzt langsam runter. Werdet ihr sehen, es kommt immer trockeneres Material da rein, was da durch den Mähdrescher geht und dann wird es auch immer besser. So. Eigentlich kann ich euch doch an die Seite ran napfen. Letztens, wo wir die 11% gedroschen haben, muss man mal sagen, hat es richtig gestaubt. Wir dreschen jetzt erstmal hier noch 2 Bahnen. Moment, wir napfen das euch erstmal gleich hier fest an der. So, ich fahre jetzt erstmal Vorgewende, mache ich uns ein bisschen mehr Platz. Ich denke mal, beide Transporter werden gleichzeitig kommen. Svenny ist im Urlaub, sodass Fadi in MV heute mitmischen muss. So, mache ich mir erstmal hier eine kleine Kehre zum Umdrehen. Also man kann ein bisschen lenken mit dem Sonnenblumenschneidwerk, aber nicht wirklich krass viel, muss man ehrlich sagen. Also dann haut das auch wieder nicht hin. Ja, aber richtig krass trocken sind sie auch noch nicht. Dann würde einfach mehr stauben. So. Müssen wir auch sagen, ja gut, hier unter den Bäumen, die Sonne kommt von da. Wird schon klappen. Wird schon gehen, Leute. Irgendwie so viel können wir jetzt auch nicht mehr warten. Das soll ja die Tage wieder regnen. Und irgendwann wird das halt mürbe, das Material hier, die ganzen Stängel, und er knickt die auch um. Also jetzt würde ich sagen, ist ja unter 1% abgeknickt. Das hier ist übrigens MAS 81K von Mars Seeds. War letztes Jahr auch schon die beste Sonnenblume. Und dieses Jahr würde ich das auch sagen, sind es die besten. Jetzt sind wir bei 3,9 Tonnen hier auf dem Hektar. Was für mich wichtig halt inzwischen ist im Sonnenblumenanbau, ist, dass sie möglichst früh reif werden, sodass wir jetzt quasi die Oktobertage nehmen können. Ich habe letztens nochmal das Videomaterial angeguckt, so als wir Mais gehäckselt haben, wo ich gesagt habe, da hätte man vielleicht parallel machen können. Aber als ich das Videomaterial gesehen habe, habe ich gedacht, oh, da waren aber auch noch viele grüne Köpfe bei. Das wäre nicht ganz so schön gewesen. Letztes Jahr hatten wir das Glück, dass wir um meinen Geburtstag rum, also um den 19. Oktober, hatten wir nochmal 25 Grad, sodass wir da wirklich schön trocken dreschen konnten. Wir haben natürlich jetzt auch den Vorteil mit dem Sonnenblumenschneidwerk gegenüber den Pflücker. Wir nehmen auch nur die Köpfe dadurch, durch den Drescher. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn wir grüne Stängel hätten, würden wir natürlich noch grünes Material mit durch den Drescher ziehen, was die Feuchtigkeit auch noch nach oben zieht. Das haben wir hier nicht. Aber die sind auch schon gut reif. Wenn ich jetzt so sehe, wenn die hier reinkommen, dann spritzen schon teilweise die Körner so ein bisschen. So, hier die ersten Meter, wie man natürlich kennt, ist gar nichts mehr im Stand. Alles abgeschnitten hier. So, wie gesagt, mache ich mir erstmal jetzt hier vorne Platz.
Was noch ein bisschen anstrengend ist, habe ich ja in der letzten Folge schon erklärt, wir haben halt quasi keinen Schneidwerkswagen, wir haben nur einen Tieflader. Wir müssen das Ding mit dem Teellader auf den Tieflader heben, dann hier halt wegpacken. Jetzt habe ich es quasi von der Palette hochgehoben. Hier übrigens war der Misthaufen. Deswegen lagere ich irgendwie ungern Misthaufen auf dem Acker. So, hier ist es natürlich stark verunkrautet. Und ich will jetzt auch nicht so tief mähen hier, weil dieses Unkraut, das schneidet sich oder entwickelt sich gerne mal um die Haspel. So, und dann fahren wir dann ja auch mit Autopilot. Also, Vorgewende fahre ich meistens so und dann können wir ja mit Autopilot fahren. Die Frage kommt auch immer, warum fährst du nicht mit Autopilot? Doch, fahre ich, aber jetzt nicht. Es staubt schon ein bisschen mehr. Wir sind aber immer noch bei 20%, die er anzeigt. Sieht aber gut aus hier. 4,9 Tonnen auf dem Hektar. Sieht man auch. Bestand ist schön dicht. Ja, wenn das die ganze Zeit so bleibt, jetzt sind es 4,6, 4,7 Tonnen. 4,4. Wenn das die ganze Zeit so bleibt, ist das solide. Dann ist das doch ein schöner Ertrag. Vielleicht schaffen wir die 4 im Durchschnitt. So, und ja, wie ihr seht, ist auch schon voll, der Korntank, also blinkt schon. Das geht ratzifatzi bei den Sammlungen. Machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen gerade, machen oben die Kante noch weg und dann... So, Leute, Akku war leer. Ich habe das jetzt hier schnell, das Vorgewinde schnell fertig gedroschen und habe schnell einmal leer gemacht. Musste auch gar nicht warten. Also als ich quasi hier lang gefahren bin, wollte mich schon ein bisschen hinstellen, kamen sie gerade angefangen. Ich habe jetzt mit meinem Gerät geprobt, hier mit meinem Koffer, bin jetzt bei 13,9%. Er ist jetzt hier zwischenzeitlich bei 17 gegangen, jetzt steht er wieder 25. Ich glaube, da ist einfach noch ein bisschen feuchtes Material da in der Schnecke, in dem ganzen Elevator da drinnen gewesen. Und das muss er jetzt erstmal wahrscheinlich verarbeiten. Und ja, wichtig ist, wir haben einen Anhaltswert von unserem Gerät hier. Und das haut auch ziemlich gut hin, muss man sagen. 14% ist natürlich besser und sind natürlich keine 20. Das ist natürlich dann schon mal was, ne? So. Und dann geht's los. Fahren wir jetzt hier erstmal einmal außen rum. Dreimal außen rum. Nicht nur einmal, dreimal fahren wir jetzt außen rum. Man ist natürlich gespannt, was man so mit Auge sieht. Vielleicht hätten die manchmal ein bisschen dicker stehen können. 4 Tonnen auf dem Hektar hier am Rand. Naja, hier ist jetzt eigentlich eine kleine Sandkuppe. Darunter wird der Boden dann wieder besser. Ist nicht der beste Boden hier, aber für Sonnenblumen schon mal mit die besten, der beste Boden, den die Sonnenblumen schon mal bei mir hier zu sehen bekommen haben. Ansonsten kriegen die immer nur relativ schlechten Boden bei mir zu sehen, weil da performen sie halt relativ überdurchschnittlich gegenüber allen anderen Kulturen. Also deutlich besser zum Beispiel als ein Raps. Also ob ein Raps dieses Jahr hier 4 Tonnen geerntet hätte, bin ich mir nicht sicher. Gut, Leute. Dann machen wir erstmal ein paar Hektar. Wenn wir den angeschnitten haben, dann mache ich Drohnenaufnahmen. Dann haben wir sozusagen die letzten Drohnenaufnahmen im Kasten für den Kalender, den es dann wieder ab November geben soll. Schöne große Köpfe dabei hier. Bis dahin, Leute. So, ein paar Hektar sind jetzt weg, da und da drüben. Wir sind jetzt mitten in der Fläche. Und das ist schon eine sehr lohnenswerte Sache. Also der verlässt hier kaum die 4 Tonnen auf dem Hektar. Das macht natürlich Freude. Die Feuchte stimmt nicht. Ich habe mir jetzt feuchtes Material da unten reingezogen. Das geht wohl auch nicht mehr weg. Entweder geht das nicht mehr weg oder die Sicherung ist vom Feuchtemesser durch. Das kann natürlich auch sein. Da oben, quasi am Wald, da war extrem nasses Material.
Da habe ich mir auch wirklich zweimal den Körner-Elevator dicht gefahren. Das ist nicht gerutscht. Und als es dann gerutscht ist, kam so viel, dass er das nicht mehr geschafft hat. Jetzt, also so lang geht's, am Vorgewende war es halt schlimmer, weil du dann über längere Distanz nur dieses feuchte Material kriegst. Wenn du es jetzt so, sag ich mal, 20 Meter nimmst, fährst nochmal 20 Meter und dann kommt ja schon wieder trocknet Material, das ist ja kein Problem. Also das ist hier 81K von Marsheeds und das ist auch dieses Jahr, muss man wieder sagen, so wie es aussieht, die beste Sonnenblume. Was mir wirklich gefällt, vital, also auch ein grüner Stiel bis nach der Abreife. Das macht die Dinger natürlich standfest ohne Ende, wie man hier auch sieht. Also wir hatten jetzt auch schon ein, zwei Herbststürme. Dann haben die auch eine gute frühe Abreife, habe ich festgestellt, habe ich letztes Jahr auch schon festgestellt. Und Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Also da, wo der Boden dann auch besser ist, geht da auch einiges, ne? Und dann ist natürlich, ja, sind da Flecken, wo keine standen oder so oder nicht welche standen. Geht jetzt natürlich nach oben oder nicht nach oben, kann euch ja einfach noch ein bisschen mitgucken lassen. Aber alles in allem solide, wenn man bedenkt, wir fahren hier nur Gerrest im Strip-Till-Verfahren und danach ist Ende. Dann werden Sonnenblumen gelegt, einmal sauber gespritzt und das hat hier deutlich besser funktioniert. Denn hier stand eine Zwischenfrucht, hier war nicht so viel Material an der Oberfläche. Und das hat hervorragend funktioniert mit der Strategie. Also wenn der Boden an der Oberfläche schön frei ist, dann funktionieren Bodenherbizide auch ziemlich gut. Und das hat beim Körnermais halt nicht gut hingehauen, muss man ehrlich sagen. Das war ja in der letzten Folge und wir sind wieder über die 5 Tonnen. Dann haut den schon hin und dann macht das auch richtig Spaß. Man sieht das auch vereinzelt, wie groß die Köpfe sind. Die sind richtig rausgequollen. Das fetzt natürlich ab. Und wir haben auch mit zwei großen Haveln gut zu tun. Ich habe da jetzt auch eben gerade nochmal für euch Drohnenaufnahmen gemacht. Was aber wirklich verrückt ist, Sonnenblumen sehen in Drohnenaufnahmen bzw. in Kameraaufnahmen immer schlechter aus, als sie so sind. Ne? Natürlich, da ist jetzt ultra viel Material abgereift. Hier ist jetzt noch ein bisschen Wildschaden gewesen. Und das sieht ja jetzt auch gar nicht so rosig in der Kamera aus, das Material, wenn man mal ehrlich ist. Da denkt man ja, da steht ja kaum was. Aber sobald dann nachher auch die Blätter weg sind, dann sind da auch nicht mehr so viele Köpfe, die da an der Oberfläche liegen. So, dann fahren wir mal die andere Bahn. Ihr seht, hier unten ist ein bisschen schmierig. Schmierig, schwierig, schlierig, schmierig. So, das geht aber. Das ist nur eine Fahrgasse quasi vom Vorgewende. Also hier, wo jetzt auch der Schatten ist, da hatte ich heute meine Problemchen. Aber ansonsten, ihr seht das ja, die sind schön sauber, die sind homogen. Die sind hervorragend. Ich war hier einmal, muss man sagen, war ich noch mit Gräsermittel später drin, als die schon ein bisschen größer waren. Und da habe ich Mikros mitgenommen und ich glaube, das bringt auch noch mal richtig was bei den Sonnenblumen-Mikronährstoffe. Weil unterm Strich ist der Ertrag ja natürlich hier wirklich gut. Ich habe euch das mal noch, ich kann euch das jetzt noch mal zeigen. Ich habe heute Aufnahmen gemacht, wie wir das gereinigt haben für das Öl. Wir haben es ja natürlich getrocknet. Das Trocknen zeige ich euch noch mal im nächsten Vlog, wie das funktioniert. Und dann mache ich den erstmal leer und dann bin ich ja nebenbei am Livestream und dann sage ich mal bis später. So, hier mal ein kleiner Blick auf unsere Trocknung, Quatsch, auf unsere Reinigung. Ja, ist eine relativ kleine Reinigung, ist hauptsächlich nur für unsere Ölsaaten gemacht. Aber für das, was sie soll, funktioniert sie eigentlich gut. Ja, den ganzen Staub und den Dreck rausfiltern. Hier vorne kommt das Gereinigte an. Und hier im Big Bag ist das Gereinigte. Wir schaffen ungefähr ja, eine Tonne in einer Stunde, das reicht auch völlig aus für die Ölsaaten. Das ist erstmal provisorisch, sag ich mal. Mit der Schnecke, das ist jetzt neu dazugekommen. Aber das Ergebnis, finde ich, kann sich sehen lassen. So, einmal wenigstens noch das gedroschene Material euch aufnehmen. So sieht das Ganze aus. Ihr seht, das steht ein bisschen spitz. Das ist natürlich inzwischen heute Abend ein bisschen feuchter geworden. Aber auf jeden Fall schön sauber. Mal gucken, wie das Wetter ist, ob wir morgen gleich trocknen. Und dann sind wir durch, Leute. Dann sind wir durch erstmal für. Ja, bis zum nächsten Acker.